Norbert Eier, die EHC Fischbacke hat die Verpflichtung von Bruno Egerter als neuer Sportchef bekannt gegeben. Warum habt ihr den Entscheid getroffen? Ja, wir haben die letzte Saison analysiert und müssen feststellen, dass sportlich nicht gut gelaufen ist. Wir haben dreimal hintereinander in der Viertelfinale müssen ausscheiden. Und die saisonale Inkonstanz, schwache Leistungsträger und auch schwächelnde Ausländer haben uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir einen Profi holen für den Sportbereich und haben dann Gott sei Dank in der Person von Bruno Egerter gefunden. Das heisst also jetzt, es gibt einen Sportbereich mit dem Bruno Egerter und es gibt einen Managementbereich, kann man so sagen, mit dem Sebastian Pico. Das wird getrennt. Es ist in dem Sinn, ja, es wird getrennt. Und zwar, wir haben auf der einen Seite, dürfen wir in dieser Phase, die so schwierig ist, wir haben ein wirtschaftliches, schwieriges Umfeld. Es ist schwer, Geld zu holen oder ein Budget von 3,6 Millionen aufzustocken. Auf der anderen Seite steht die neue Lonza Arena an, wo wir täglich oder nicht täglich, aber jede Woche mit Fragen konfrontiert sind, dafür müssen wir arbeiten. Und auf der anderen Seite dürfen wir den Sport nicht vernachlässigen. Also wir müssen sagen, wir brauchen in dieser wichtigen Phase brauchen wir eigentlich zwei Standbeine. Ein sportliches, das ganz klar klappt, wo wir einen Profi drauf haben, der das selbstständig machen kann, in Absprache mit dem Verwaltungsrat. Und auf der anderen Seite ein kompetenter, erfahrener CEO, der uns hilft, das operative Geschäft optimal zu führen und nebenbei die Lonza Arena so herzubringen, dass es nachher auch klappen tut. Ja, die Saison geht aber schon bald los, die neue, schon wieder im September. Ist es nicht ein bisschen spät schon für einen neuen Sportchef, das alles zu planen? Vielleicht ist das richtig, dass es vielleicht ein bisschen spät ist, aber lieber zu spät war überhaupt nicht. Also in dem Sinn, ich darf sagen, wir haben natürlich schon in der Zeit, während dieser Verhandlungen, haben wir natürlich schon Ausschau gehalten. Wir haben verschiedene Coaches-Kandidaten, wir haben auch Kandidaten von der Ausländerlinie. Es geht eigentlich jetzt darum, man hat keine Entscheidung gefällt. Weil wir haben ganz klar gesagt, wir holen den Sportchef, der kompetent ist und in dem die ganze Mannschaft und der Coach zusammenstellen. Es ist doch am Sportchef zu schauen, welche Leute er will, mit welchem Coach er will zusammenarbeiten, was er für Ausländer sieht. Und darum hat das wieder ein bisschen gebremst. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen spät. Aber wie gesagt, lieber spät als überhaupt nicht. Aber in den nächsten Wochen, Tagen kann man mit News, weiteren News von mir zu viel sprechen. Ganz sicher. Wir werden in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, kommt jetzt ein Schlag auf Schlag, kommen da die ganzen Bestätigungen von den Sachen, wann er dann wird entscheiden. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben ja mit dem Egerter Bruno nicht einen Einjahresvertrag gemacht, sondern wir haben einen mehrjährigen Vertrag gemacht. Wir wollen mit dem Bruno Egerter eine Mannschaft aufbauen, die in der neuen Halle dann schlagkräftig ist. Wir müssen die in die Zukunft planen und nicht kurzfristige Sachen machen. Diesmal haben wir wirklich Nägel mit Köpfen schlagen. Und das ist verkraftbar finanziell, die Nägel mit Köpfen, aber ein Bruno Egerter, ein Sebastian Pico, das geht finanziell gut zusammen. Ja, wir haben ein Budget und ich muss ganz klar sagen, wir hätten ja eigentlich eine Vertragsverlängerung machen können, die Option mit dem Alex Kovalev als Sportchef. Die haben wir nicht gelöst, weil er als Sportchef nicht genügt hat. Und da haben wir ein Budget drin gehabt. Und ich darf ehrlich sagen, das Egerter Budget und das Kovalev Budget haben sich da einigermaßen vertreibt. Also es ist nicht, dass wir der ganze Lohn vom Egerter müssen vom Budget rausziehen und zur Lasten von den Spielern ist, sondern das ist bereits mit dem Alex Kovalev zum grössten Teil auch schon geplant gewesen. In den letzten Wochen waren nicht leichte Zeiten für den EHC Fisch, aber natürlich auch für den Präsidenten, der vorne dran müsste. Kann man jetzt ein bisschen ruhiger schlafen? Ich habe immer ruhig geschlafen, aber ja, es war nicht einfach. Es war nicht einfach für mich, es war nicht einfach für die Familie, das darf ich ehrlich sagen. Aber ich finde, es braucht weiter auch kritische Stimmen. Und ich bin das nicht gewohnt gewesen. Ich habe bis jetzt eigentlich immer Erfolg gehabt. Ich darf sagen, ich kann auf eine 44-jährige erfolgreiche Bankkarriere zurückschauen. Aber wir müssen auch so etwas mal leben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen,
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem von diesen Personen, der da in der Interessengemeinschaft dabei ist. Und der hat mir gesagt, dass die ganzen Sachen in die richtige Richtung gehen, so wie ich es euch vorstelle. Ich habe ihn gebeten, wenn ihr ja einen Haufen Partner und Sponsoren habt in der Interessengemeinschaft, dann tun wir doch die Gespräche mit denen feiern. Mir ist das wichtig, dass ihr euch unterstützt. Und ich darf euch sagen, dass die Person mir ganz klar zugesagt hat, dass sie bereit sind, mit euch zusammenzusetzen, euch weiterhin zu unterstützen und mit euch die Zukunft aufbauen, euch finanziell. Also sicher ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, vermutlich werden alle zusammen am Schluss gestärkt aus der ganzen Aktion.